Okay. Der scheint eine starke Anführungskraft zu haben. Okay. Da zeigt sich auch sein drittes Auge endlich. Mundus. Mach dich bereit, Dante. Wenn wir ihn töten? Ja, das Höllentor ist zu. Ihr werdet nur sterben. Niemals! Hast du einen Plan? Siehst du sein Auge? Ja. Sein Dämonenkind hatte sowas. Damit sollten wir anfangen. Okay, wir müssen es aufkriegen. Ich bin Mundus. Du bist Narsch. Ja, du bist Mundus. Du bist Narsch. Versuch sein Auge zu öffnen. Beschäftige ihn. Ja, beschäftigen wir ihn halt. Greif ihn nicht an. Bleib einfach am Leben, bis ich sein Auge freilege. Gut, also nur ausweichen. Kann nichts machen? Kann immer noch nichts machen? Das war schon mal die falsche Taste. Hat er gut angefangen, okay. Also. Ja, jetzt kann ich zurück, okay. Der Virgil steckt voller Überraschung. Muss ja auch mal ein bisschen kämpfen. Tu etwas! Tu etwas. Was macht er jetzt? Jetzt, Dante! Zum Auge! Okay. Okay, rausziehen. Ah. Diese Quicktime-Events hier, wo man immer drücken muss, dass man aufpassen muss, dass man drücken muss. Und die halb geskriptete Zeug da, ich weiß gar nicht mehr, wer jetzt hier bei ist. Ach, das ist dann okay. Ja. Hat mir das wehgetan oder nicht? Beim Schmeißen mich vor die Wand, alles klar. Hm, nicht schlecht. Klasse gemacht. Der ist aber recht zerbrechlich. Dante, hast du das gesehen? Ja, ich seh's. Er steckt noch immer da drin. Irgendwie müssen wir es hineinschaffen und ihn töten. Komm schon. Vielleicht indem wir dieses Auto ziehen und dann da durchgehen. Okay, das ist mal eine andere Art von Endkampf. Okay. Ja, gucken wir ein bisschen auf dem Fenster. Warum war sein Körper da drin? Mundus ist mit seinem physischen Körper verschmolzen. Deshalb muss er ihn beschützen. Also wenn wir seinen Körper finden, töten wir Mundus. Okay. Gut zu wissen. Erstmal die Axt rausholen, ne? Wenn man die braucht. Jimmy! Oh nein! Nein! Schon sehen, wir brauchen jetzt blau. Oh, er fliegt ihn wieder rein. Okay, da ist der Mundus. Ja, gut, sind wir auf uns allein gestellt. Was soll's? Das packen wir schon. Und weg. Und grün. Na, bist du langsam, Mundus? Oh, wohin? 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 Abstößen.
Na, komm her. Gefühlt alles ein bisschen. Sollten wir dann Füße besser nicht auf dem Boden lassen, oder? Ich weiß nicht, was ich machen soll gerade. Außer, dass ich hier Schaden kriege, wenn ich hier stehen bleibe. Ach, da hinten muss ich hin. Okay, sag das doch. Nein! Nein, ich bin zu blöd. Ich muss darüber. Ah, und grün drücken. Hallo, ich drück doch grün. Okay, darüber. Okay, da haben wir erstmal die Hand angegriffen. Ich bin so gut wie tot. Das ist nie besonders gut. Kann ja nichts werden mehr in diesem Kampf. Linke und rechte Faust sind das, okay, weiß ich Bescheid. Ja, jetzt bin ich gut wie tot. Sehr schön. Ja, ja, Spielende. Wo fahren wir jetzt weiter? Wo machen wir hier an der Stelle? Okay. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Aua. Und runter. ich muss weiter. Ich muss weiter. Tschüss. Ups, so, weiter geht's. Hallo, wir sind jetzt hier. Komm, halt doch mal still, dass ich hier irgendwie was machen kann. Hallo? Na, super. Oder auch nicht super, wer weiß. Wow, ja. Hätte ich mal ausweichen sollen, ne? Hab ich aber nicht. Nimm mal die andere, vielleicht geht die besser. Nein, die ist besser. So, wieder den Arm erstmal. Andersrum. Oh fuck, da habe ich nicht mit gerechnet, dass ich jetzt in die Richtung muss. Okay, wissen wir auch, dass wir auch mal so rumlaufen können. Ja, komm her, Mundus. Yes, da fahren wir erstmal nach unten. Das Lebensabzug. Aber. Komm her, anziehen. Ich seh nix. Ist immer gut, wenn man nichts sieht. Ah, ja. So, jetzt. Und runtergefallen. Ah, da fällt man ja ständig runter. Soll ich da ausweichen, wohin? Okay. Ja. So. Passt. Kann man so annehmen. Okay, kann man auch annehmen. Warum hat mich das jetzt erwischt? Weil ich einfach zu blöd war. Ganz einfach. So, und hinrennen. Direkt mal mit dem Schwert hier einen aufs Maul hauen. Okay, was kommt jetzt? Und weg! Weg! Und weg! Super gemacht! Die schwierigsten Schläge, den muss ich auf jeden Fall ausweichen, dann ist alles gut. Schön gemacht. Ja, ja, ja. Ich weiß, danach kommen bestimmt noch 10 Phasen oder sowas. Man weiß es nicht. Man muss halt diesen Boss etwas öfter machen, damit man weiß, wo der Hammer hängt. Ja, das sieht doch jetzt schon ganz gut aus, was ich hier mache.
Immer wegrollen ist eigentlich immer eine gute Idee. Verliert man vielleicht ein bisschen Zeit, aber dadurch gewinnt man noch einiges. Okay. Na, was machst du? Hopp. Achso, das war das. Ich dachte, der wollte mit Beinen hinzuhauen. Naja, gut. Ah, das ist kein Problem. Komm her. Und jetzt? Ups. So. Na komm, die zweite Hand bearbeiten wir auch gleich mal, dann ist es nachher nicht so schwierig. Wupp. Und wupp. Und wupp. Ja? Wenn mich damit nicht trifft, dann ist vorbei, wa? Okay. Die Hand. Mag ich eh viel lieber. Komm, machen wir der gleich mal ein bisschen fast kaputt. Und zack. Und zack. Und zack. Na, das üben wir aber noch, Mundus. Komm. Und zack. Schön, beide sind fast gleichzeitig tot und ich glaube noch volles Leben fast. Das gefällt mir. Jetzt noch. Ach ja, das ist okay. Ah, natürlich jetzt, dass ich mich davon treffen. Das erste Mal in meinem ganzen Leben. Die Hand ist Geschichte. So. Ja, die Hand ist Geschichte. Ja, komm, ich ziehe das Auge. Halt. Ich ziehe das Auge raus, damit es hier schon mal dreimal gesehen jetzt. Echt mein bester Versuch hier. Ich muss doch nur locker an die Sache rangehen, dann geht das auch. Ja. So. Jo. Du bist schon fast tot. Komm einfach her. Ach nee. Muss das jetzt noch kommen? Und zack, bin ich in Sicherheit. Hättest du dir auch sparen können. Was machst du? Ach, das mit dir. Und jetzt? Was machst du jetzt? Und zack. Hallo. Hallo, Arm. Dich brauche ich noch. Schaffe ich es diesmal schon? Jawohl. Das war dein zweiter Arm. Aber jetzt kommt noch mal so eine Lebensanzeige wahrscheinlich. Oh, zieh mal ein zweites Auge raus, dann siehst du auch nichts mehr. Und Virgil haut hier noch einen aufs Maul, genau. Okay, jetzt kommt die Phase, die ich noch nicht kenne wahrscheinlich. Okay. Hier kann man irgendwie Schaden machen am Maul, das ist gut. Ups. 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 Und weiter. Maul, 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 Maul. Einfach aufs Maul hauen. Boah, wie viel Schaden ich da mache, das ist ja geil. Und weiter. Darüber. Darüber. Und noch einmal darüber. Na komm, mach ihn einfach fertig und dann. Reicht das jetzt mit dir oder was? Immer noch nicht. Oh doch, das sieht gut aus. Hm. Das sieht ja mal wirklich gut aus für uns. Ja, da zerbröckelt der Mundus. Und so zerbröselt der Keks nun mal. Und noch ein Video. Wahrscheinlich Abschluss, würde ich sagen. Genießen wir es einfach. Wir haben es geschafft. Ich hab's geschafft. Waren ja auch nur 12 Tode oder sowas und 15 letzte Versuche. Ja, sieht so aus, als wären wir fertig. Als hätten wir es endlich durch. Nach, ich habe keine Ahnung, wie viele Parts. Okay, die sehen jetzt die ganzen Dämonen und posten das natürlich. Na klar, und dann kommt es natürlich zu den normalen Devil May Cry-Teilen, die ja eigentlich alle danach spielen. Aber so müsste das doch eigentlich sein, ne? Ich glaube schon. Ja, yeah, wow.
Mission abgeschlossen. Jetzt muss ich mal gucken, wie oft ich gestorben bin. Ich tippe 12 Mal oder so. Ich sag 12 Mal. Ich habe nicht mitgezählt, aber wir werden es jetzt sehen. Oh, nur 10 Mal. Das geht ja. Also schlecht eigentlich. Oh, ich habe noch 2 Verbesserungen. Wofür? Nächste Mission.